Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Bauhaus-Bastelboot-Serie. Ihr seht, das Boot ist soweit fertig, alles ist montiert, der Motor ist dran. Was jetzt noch fehlt, ist die Fahrt im Wasser. Und das wollen wir heute mal machen und einfach mal gucken, wie fährt sich die Kiste eigentlich. Wir haben uns für die Testfahrt dazu entschieden, die Polster komplett wieder rauszunehmen. Wir haben ja schließlich auch nur ein paar davon exemplarisch befestigt. Manni war heute Morgen noch fleißig, das sieht auch schon viel ordentlicher aus. Diese Kabelummantelung macht eigentlich echt was her. Das Wetter ist nicht das Beste, aber es ist der letzte Tag, den wir zur Verfügung haben und wir sind ja nicht aus Zucker, ne? I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. So, dann wollen wir noch mal gucken. Eine Sonnenbrille. Na, ich glaube, die werden wir heute nicht brauchen. Die Weste lassen wir erstmal noch hier. Und ja, hier sitzt mir noch Komoot. Das ist doch quasi wie in Abraham seinen Schoß. Wollen wir mal gucken, ob der Vogel auch anspringt. Ah. Tadellos. Quickstop haben wir irgendwo hier. Immer wichtig. Dann kann man sich um die Hand machen, dann kann man sich aber auch ums Bein machen. Nur irgendwo am Körper, dass wenn man vom Fahrstand gerissen wird, aus welchen Gründen auch immer, das Ding ausgeht. So, mal einmal kurz. Gut, geht. Geht auch. Ein bisschen runter trimmen. So. Tadelloses Fahrzeug. Er schüttelt sich ganz schön. Ne? Denkst du erst, du hast mit zwei Takte zu tun? Ja, das ist doch schön, dass es jetzt gerade anfängt zu regnen. Also wir haben ja extra auf einen ordentlich regnerischen Tag gewartet. Also rückwärts fahren tut es schon mal, wie man sieht. Es dreht auch relativ gut auf der Stelle. Das wollen wir mal ausprobieren, ob wir hier eine Drehung hinkriegen. Ich glaube es ja nicht. Ich denke nein. Jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir über den See. Jetzt wird es natürlich mit dem Regen gerade blöder. Ich fahre hier erstmal ein bisschen raus. So, jetzt fahren wir doch mal vorwärts eingekuppelten Vollkreis nach Backbord und schauen einfach mal, wie viel Wendekreis wir so brauchen. Und anhand des Kielwassers können wir gleich sehen, dass das bestimmt 1,5 bis 2 Bootslängen sind. Das können wir noch ein bisschen anders machen, indem wir ein bisschen mehr Gas geben. Aber wenn man mal auf das Kielwasser achtet, sagen, das sind eher 2 Bootslängen nach Backbord. Jetzt machen wir dasselbe nach Steuerbord. Erfahrungsgemäß geht es da etwas enger. Warum? Weil der Propeller nach rechts dreht. Ja, das sind so 1,5. Moment mal, jetzt werden wir das mal mit ein bisschen mehr Gas machen. Und wir sehen, es wird ein bisschen enger. Aber weniger als 1,5 Bootslängen werden es dann auch nicht. So, und jetzt schauen wir mal, wie sich das mit dem Wendekreisen rückwärts verhält. Auch hier zuerst Backbord. Rückwärts eingekuppelt, ein bisschen Gas geben und schauen, was die Schüssel macht. Dabei vielleicht auch darauf achten, dass wir nicht zu viel Gas geben, dass das Wasser hinten ins Boot läuft. Das wollen wir nicht. Und wir sehen, der Wendekreis ist deutlich enger. Eine Bootslänge, wenn überhaupt. So, und jetzt
dasselbe nochmal zur anderen Seite. Es kommt das berühmte Umsteuern, reagiert das Boot da drauf. Er braucht einen Moment, 22, 23. Und wir sehen, er steuert nicht von alleine um. Das heißt, aufstoppen und das Manöver von vorne beginnen. Erst jetzt fängt das Boot an, sich zu drehen. Dafür aber heftig. Apropos heftig, der Regen wird auch nicht weniger, sondern eher heftiger. So, jetzt fahren wir noch mal einmal kurz zu Manfred ran, beziehungsweise der hat gerade losgeschmissen. Mann, das wird echt mehr. Ich weiß nicht, ob das so geil für die Kamera ist. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Manfred ist los, wir fahren einfach mal auf die Schleuse zu. Jetzt sind wir also das erste Mal in der Schleuse mit unserer Pegasus 450. Und till now, also wir sind gefühlte 500 Meter gefahren, fährt es sich ganz gut. Etwas wackelig, aber das probieren wir dann gleich auf der Elbe aus, wenn wir denn hier durch sind. So, geht's hoch? Es geht hoch. Moin. Moin Jürgen. Ja, sehr schön. So wollen wir dich sehen. So, den ersten Mangel haben wir schon. Wohin mit der Kakaobuddel? Es kann natürlich wahlweise auch eine Bierbuddel sein, natürlich aber nicht bei unserer Arbeit. Keine Halterung. So, die Tür mach auf, das Tor mach weit. Es kommt das Boot der Herrlichkeit. Naja, frei nach. Wollen wir mal warten. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, es regnet. Wir hoffen, dass es ein bisschen weniger Regen wird. So, und Kelix, grün. Ja, wenn wir beide hinten sitzen, geht das Ding ganz schön hinten in die Knie, ne? Warte mal, ich übertreibe das mal ein bisschen. Obwohl, nö, wird auch nicht schlimmer. Er nimmt die Nase hoch. Was sehen wir? Nichts. Nichts. Und, wie können wir das besser machen? So. Nun sehen wir wieder was. Motor ist ganz unten getrimmt? Ja, gut. Den Satz wollte ich ja schon immer mal sagen. Cabin Crew, prepare for departure. Nass. Wie schnell war wir? Das zeigen uns gleich die Messwerte. Ich wollte nur erst mal gucken, ob der Motor die Nenndrehzahl erreicht. Tut er. Aber ordentlich durchzieht. Tut er. Und jetzt werden wir gleich mal die Messgeräte auspacken und mal schauen, was das in Zahlen bedeutet. So, dann wollen wir noch mal gucken, wie das sich hier mit dem Beschleunigen verhält. Einfach mal, Felix, halt dich fest. Soweit macht er das alles ganz gut. Wollen wir nicht zu schnell fahren. Jetzt machen wir mal so ein paar kleine Schlenker. Ja, wunderbar. Dann machen wir mal eine Kurve nach Backbord. Haben wir den Platz? Ja. So, man sieht auch, alles wunderbar, es kommt kein Wasser ins Boot, er schaukelt sich nicht auf. Das machen wir jetzt auch gleich nochmal nach Steuerbord. So, 5.500 Touren, irgendwas bei 27 Knoten und jetzt Steuerbord. Wir merken, er schaukelt sich auf und der Motor zieht Luft. Wollen wir nicht. Nee, Felix, du bist zu weit hinten. Ja, ein paar Wellen haben wir auch und wir merken, geht alles wunderbar. So, der erste Eindruck vom Pegasus 450,
Schönes kleines Boot. Für 4,50 Meter verhält es sich wunderbar, sowohl in der Welle als auch in den Kurven. Wir haben rund 30 Knoten Höchstgeschwindigkeit gemessen. Der Motor blieb erstaunlich leise dabei. Wir haben maximal 85 dBA gemessen. Das ist wunderbar. In Anbetracht der Tatsache, dass der Motor ungefähr 40 cm hinter mir ist, ist das eigentlich ein tadelloser Wert. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über die Wellen fliegen. Also grundsätzlich ist der Gesamteindruck positiv. Was uns weniger gefallen hat, mir insbesondere, weil es heute regnet, wenn Sie mal nach hier unten schauen mögen, das Regenwasser sammelt sich an den Füßen des Fahrers. Zwangsläufig hängt das Boot ein bisschen an Steuerbord und läuft nicht nach hinten außenbords. Das ist vom Konstrukteur sicherlich anders geplant. In der Praxis klappt es leider nicht ganz. Zweiter Punkt, der uns nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, das war uns aber schon bei der Montage klar, ist die Positionierung der Positionslampe. Die geht leider hier nicht höher und so hat es der Hersteller auch vorgesehen. Das ist in unseren Augen definitiv zu niedrig. Die guckt so gerade eben über das Bordrand und das ist ein bisschen wenig. Besser wäre, wenn es hier oben irgendwo eine Halterung gäbe, wo man das an den Handläufen festmachen kann. Kommen wir zum Gesamteindruck des Bootes. Die Pegasus 450 ist ein wirklich sehr agiles Sportboot. Mit den 50 PS da hinten dran ist es mehr als ausreichend motorisiert, läuft bummelig 30 Knoten, gut gemessen mit zwei Leuten. Das wird sicherlich ein bisschen weniger werden, wenn 4 plus Gefecht dabei sind. Aber die ist immer noch sehr gut motorisiert. Das Handling ist wunderbar. Das Boot ist wirklich sehr leicht in die Kurven zu steuern. Es treten keine großen Kräfte auf, weder in schnell gefahrenen Kurven noch bei sonstigen Manövern. Also man muss schon sagen, das Ding fährt sich wirklich gut. Kommen wir nochmal zum Fazit des Gesamtprojektes, also Bauhaus-Bastelboot. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, aus einer puren Kunststoffschüssel, muss man ja sagen, ein wirklich fahrfertiges Sportboot zu machen. Das Ergebnis, haben wir gerade besprochen, ist wunderbar. Schlussendlich kann man sogar noch ein bisschen Geld sparen. Also für jeden, der ein bisschen mit handwerklichem Geschick gesegnet ist, mit Werkzeug umgehen kann und natürlich einen Platz hat, auf dem man es machen kann, können wir dieses Projekt nur empfehlen. Moin Moin, Videofuzzi hier. Die Testdaten sind inzwischen ausgewertet. Also, den Übergang zur Gleitfahrt macht das Boot bei etwa 3300 Umdrehungen, was knapp 13 Knoten entspricht, bei zwei Personen. Die gute Gleitfahrt liegt ab etwa 4200 Umdrehungen und 20 Knoten an. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 Knoten, dabei verbraucht der 50er Tohatsu rund 16,5 Liter die Stunde. Mit dem Standard Außenbordertank, 25 Liter, reicht das für 1,3 Stunden Vollgasspaß plus 15% Reserve, was rund 38 Seemeilen entspricht. Wer ökonomisch unterwegs sein will, der fährt 22 Knoten bei 4500 Umdrehungen. Hier verbraucht er knapp 10 Liter pro Stunde und kommt dann etwas über 50 Seemeilen plus Reserve. Fazit, wer auf der sicheren Seite sein will, baut entweder einen zweiten Tank ein oder ersetzt den mobilen Außenbordertank durch einen Festeinbautank, vorzugsweise vorne im Bug. Zum Thema Geld sparen, was der Chef eben angesprochen hat, auf der Webseite gibt es das Boot Ready to Go mit 50 PS für knapp 14.000 Taler.
Wir haben ebenfalls 14.000 gezahlt. Dafür sind bei uns im Preis noch enthalten das Sonnenliegepaket für 869 Euro, die BSH-Beleuchtung für 395 Euro, die Ankerrolle für 98 Euro, die Bugskisten für 476 Euro und den Trailer für 1240 Euro. Das ist ein Ersparnis von knapp über 3.000 Euro. Das waren jetzt nur die Kosten, die mir spontan aufgefallen sind. Es lohnt sich also, wenn ihr die Möglichkeit habt, es selbst zu bauen. Der Wunsch, dass ich fahre, kam leider zu spät, da war das Ding schon im Kasten, aber das Mitfahren hat natürlich auch Spaß gemacht. An der Stelle zum Abschluss ein ganz großes Danke von uns an euch, denn es hat unfassbar viel Spaß gemacht, das Boot quasi mit euch zu bauen. Ihr seid geniale Zuschauer gewesen. Bauhaus, wenn's gut werden muss.